Herzlich willkommen zur Christenlehre, Thema Ostern, Teil 3. Herzlich willkommen, Nico Pieler. Ja, herzlich willkommen, Robert. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Wir wollen heute unseren dritten Teil abdrehen für euch, für eure Eltern, aber auch für die Gemeinde. Wir beginnen, das ist jetzt kein Geheimnis mehr, mit unserer Gesichterrunde. Nico ist und bleibt unser geschätzter Gast und darf aus Höflichkeit natürlich wieder beginnen. Welches Gesicht wählst du denn heute? Vielen Dank, dass ich beginnen darf. Ach, ich darf erst, ja stimmt, erst das Gummibärchen. Ich nehme mal gerne die weißen, die, heute schmecken, nur eins. Die schmecken am besten. Und ich bin überrascht darüber, dass so viele von euch unsere Videos so toll finden. Wir uns ja gar nicht wirklich Mühe geben, sondern einfach nur so aufnehmen, was uns so gerade einfällt, ne? Woran wir Spaß haben. Und da bin ich überrascht, dass ihr das so gut findet. Hoffen wir natürlich, dass das weiter so bleibt. Ich habe für mich heute das fröhliche Gesicht gewählt, weil ich merke, dass es mir hier mit Nico Pieler und diesen Videos und den Gesprächen und allen Sachen, die wir hier für euch machen, dass mir das unheimlich Freude bereitet. Darüber kann ich auch ein bisschen vergessen, was gerade draußen in der Stadt oder in der Welt coronamäßig Schlechtes passiert. Mich hierauf zu konzentrieren, verschafft mir gute Laune. Deswegen heute für mich das fröhliche Gesicht. Wie geht es weiter in unserer Ostergeschichte? Wir wissen vom letzten Video, Jesus ist am Kreuz gestorben, er wurde von seinen Feinden umgebracht. Niemand durfte und konnte ihm helfen, er ist tatsächlich gestorben. Am Abend, als sowohl die Soldaten als auch alle anderen nach Hause gehen durften, kamen die Freunde von Jesus und nahmen ihn vom Kreuz ab. Sie wickelten den Leichnam von Jesus in Tücher, so war das damals üblich. Und sie wollten ihn beerdigen. Wir wissen aus unserer heutigen Zeit, dass Gestorbene beerdigt werden auf dem Friedhof. Damals war es üblich, die Verstorbenen in Höhlen zu begraben und damit man in diese Höhlen reingeht, einen großen Stein oder mehrere große Steine vor den Eingang zu wälzen. So machen das die Freunde von Jesus auch. Sie wollen ihm ein würdevolles Begräbnis zukommen lassen. Und wir sehen es auf dem Bild, sie tragen den in Tüchern gewickelten Jesus zu einer Höhle, die im Hintergrund zu sehen ist. Dort legen sie ihn ab und machen die Höhle zu. Nach 3 Tagen kommen Frauen zum Grab von Jesus. Sie wollen ihn besuchen, sie wollen trauern um ihn, aber es erwartet sie eine große Überraschung, denn der Stein vor der Höhle ist zur Seite gerollt, die Höhle ist leer, kein Leichnam von Jesus zu sehen, stattdessen ein Engel. Ein Engel, der ihnen eine Botschaft von Gott überbringt, nämlich, dass Jesus wieder auferstanden ist, dass er tatsächlich wieder lebendig geworden ist. Das hatte die Welt noch nie gesehen und die Frauen sind total ungläubig, können es überhaupt nicht glauben, was der Engel ihnen da verkündigt hat. Sie laufen vermutlich völlig verwirrt und laut schreien davon, und wissen überhaupt nichts mit dieser Geschichte anzufangen. Wir wissen aber, der Engel hatte recht. Jesus ist tatsächlich wieder lebendig geworden. Niemand konnte und wollte das glauben, nicht mal die Jünger, seine Freunde. Deswegen kommt Jesus noch einmal zu ihnen und wir sagen, er erscheint ihnen. Am Anfang erkennen sie Jesus überhaupt nicht. Sie halten ihn für einen völlig normalen Mann. Und Frage, woran erkennen Sie auf unserem Bild, dass es sich tatsächlich um Jesus handelt? Wer mal genau hinschaut, unser Jesus hat auf dem Bild noch die Wundmale. Das sind die Löcher in den Händen und Füßen, die er am Kreuz zugefügt bekommen hat. Erst jetzt glauben die Jünger, dass Jesus tatsächlich wieder lebendig geworden ist. Und für uns ist das die frohe Botschaft. Jesus ist tatsächlich am Kreuz gestorben, aber er ist tatsächlich wieder lebendig geworden. Lieber Nico Pieler, ich habe da mal eine Frage.
Jetzt haben wir die Ostergeschichte gehört. Das ist ja, wie wir wissen, rund 2000 Jahre her. Eigentlich könnten wir doch sagen, so eine alte Geschichte, die brauchen wir gar nicht mehr. Was will uns denn diese Ostergeschichte für uns, die wir heute im Jahr 2020 leben, eigentlich noch sagen oder erzählen? Genau, das fragen natürlich viele. Was hat denn das mit uns heute zu tun, wenn Jesus vor 2000 Jahren auferstanden ist? Und die Jünger haben das damals erlebt, schön und gut, aber was hat das mit mir zu tun? Ich denke, was ganz wichtig ist, ist es einfach eine Geschichte, die unglaublich Mut und Hoffnung macht, auch für heute. Denn die Auferstehung von Jesus zeigt einfach, dass Gottes Liebe stärker ist. Stärker ist als alles. Selbst stärker als der Tod. Stärker als Hass und Gewalt. Und das macht eben einfach Mut, macht Hoffnung, weil ich weiß, Gott kann jede Situation ändern. Egal wie schlimm es ist, egal wie ausweglos es ist. Mit Gott gibt es eigentlich keine ausweglosen Situationen. Und gerade in unserer jetzigen Zeit, wo vieles auf dem Kopf steht, wo viele nicht wissen, wie lange geht das jetzt noch? Ich denke, da macht das wirklich Hoffnung, dass wir doch bald wieder zusammen sein können, dass wir uns wiedersehen können, nicht nur über Video, dass wir irgendwann wieder ein normales Leben haben. Und da habe ich echt die Hoffnung, weil ich weiß, Gott steht uns bei und er wird uns auch in dieser Zeit auch ganz besonders helfen. Und die Auferstehung, die hat das einfach gezeigt, dass Gott stärker ist als alles. Gottes Liebe ist stärker als der Tod. Und das ist, was für mich Auferstehung auch heute noch bedeutet. Also ich habe es verstanden. Habt ihr es verstanden? Eine alte Geschichte, die aber noch heute uns in jeder kleinen, einzelnen, individuellen Situation Hoffnung, Kraft und Stärke geben kann. Vielen Dank. Wir singen ein Osterlied. Sing Halleluja unserem Herrn. Sing Halleluja unserem Herrn. Sing Halleluja unserem Herrn. Sing Halleluja. Sing Halleluja. Sing Halleluja unserem Herrn. Jesus erstand aus seinem Ihr Lieben, heute eine Kreativaufgabe für alle. Und zwar wird der Nico Pieler für euch wieder auf der Homepage einstellen ein Blatt, welches so aussieht. Ein zweites Blatt, welches so aussieht. Was sollt ihr damit machen? Nehmt die Blätter, gestaltet sie farbig. Ich habe mal eins vorbereitet. Wir sehen die Höhle, in der Jesus begraben wurde. Und, Überraschung, Überraschung, wir wissen, die Höhle ist leer. Aufgabe für euch, nachdem ihr das Blatt so oder anders schön farbig gestaltet habt, malt in die Höhle rein, was bedeutet für euch Ostern? Was bedeutet Ostern für mich in der heutigen Zeit?
Noch ein kleiner Hinweis, damit es auch gut funktioniert. Dieser kleine Felsstein, der die Höhle verdeckt, ist mit einer sogenannten Musterklammer befestigt. Das ist so eine Klammer, die man durchs Papier steckt und hinten aufbiegt. Wer das nicht hat, kann sich auch eine Büroklammer zurechtbiegen oder man guckt mal in den Werkzeugkasten vom Papa, ob da eine kleine Schraube mit Mutter geht. Also, ihr müsst jetzt nicht extra Musterklammern kaufen oder bestellen. Guckt, dass der Stein sich dreht und das Geheimnis von Ostern entdeckt werden kann. Viel Spaß beim Basteln! So, wir sind heute mal rausgegangen. Ich denke, zu Ostern kann man das machen, bei so schönem Wetter auch. Die Sonne, die blendet regelrecht. Wir wollen heute einfach mal überlegen, was heißt Ostern eigentlich für uns? Was verbinden wir mit Ostern? Und dazu haben wir hier mal ein Kreuz, denn das Kreuz gehört ja auch dazu. Aber durch Ostern wird das Kreuz verwandelt. Und das machen wir jetzt nämlich. Der Norbert dreht das mal rum. Das dunkle, graue Kreuz wird jetzt hell und freundlich. Und wir wollen es auch noch ein bisschen schmücken. Haben ein paar Sachen mitgebracht, mit denen wir euch zeigen wollen, was Ostern für uns bedeutet. Norbert, fang doch mal an. Was bedeutet Ostern für mich? Jesu Auferstehung. Jesus ist für mich wie Farbe. Jesus bringt Farbe in mein Leben. Für mich bedeutet Ostern Freude. Ein kleines Smiley. Für mich ist die Botschaft von Ostern eine schöne, wenn ich saft- und kraftlos bin, dann vermittelt mir die Osterbotschaft wieder Luft. Deswegen ist Ostern für mich wie eine Luftpumpe. Ostern heißt, Jesus ist Sieger. Er kriegt die Goldmedaille. Ostern bringt Licht in mein Leben, wenn ich es zulasse. Deswegen, Streichhölzer machen Licht. Ostern bedeutet auch neues Leben. Und gerade im Frühjahr sehen wir das ja, wo es überall grünt und blüht in der Natur. Deshalb ein Zweig mit Blüten. Ostern kann mein Leben ganz neu füllen. Wenn ich so bin wie ein leerer Topf, dann kann Jesus und die Osterbotschaft mich und meinen Topf neu füllen. Ostern heißt, es kommt etwas in Bewegung. Ostern setzt mich in Bewegung. Wo kommt man in Bewegung? Beim Sport natürlich, beim Tischtennis. Und deswegen, ja, auch der Tischtennisschläger hat was mit Ostern zu tun. Gott, Jesus, Ostern, Auferstehung. Das ist die Liebe zu den Menschen. Deswegen Love. Okay, ich denke, wir haben eine ganze Menge jetzt gefunden. Vielleicht habt ihr auch noch manche Sachen, wo ihr sagt, das ist Ostern für mich. Das könnt ihr uns gerne schreiben, könnt ihr uns gern zukommen lassen. Und da sind wir auch mal gespannt, was ist Ostern für euch?